Hallo und herzlich willkommen. Heute beleuchten wir den Philips CV Tuner 7300. Warum der 7300 heißt, keine Ahnung, ist halt so. Wofür war der gedacht? Angenommen, ich habe einen Commodore 64 Rechner zum Beispiel mit einem Monitor hinten dran. Und ich möchte diesen Monitor nicht nur als Monitor nutzen für meinen C64, sondern auch, um darauf analoges Fernsehen schauen zu können. Genau dafür ist dieses Gerät. Und zwar auf der Rückseite haben wir verschiedene Buchsen. Hier würde vom 64er dann das Audio- und CVBS-Signal eingespeist werden. Und das wird dann durchgeschliffen über diesen Ausgang. Die beiden Stecker, die können dann an den Monitor. Und dann habe ich hier an dieser Stelle einen Eingang für das Antennensignal. Das kommt dann da rein. So, und als dritte Möglichkeit hätte man hier noch die Möglichkeit, so eine Dipolantenne anzuschließen. Gut, wenn wir das dann entsprechend verbunden haben, dann kann man entsprechend hier vorne umschalten. Möchte ich jetzt den Computer benutzen auf dem Bildschirm oder möchte ich das Antennensignal nutzen? Für das Antennensignal habe ich hier insgesamt 12 Speicherplätze. Ich öffne die Klappe. Man kann dann für jeden Programmspeicherplatz hier händisch über diese roten Schalter die drei Frequenzbänder wählen und über die Drehrädchen den Sender einstellen. Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Gibt es dafür heutzutage noch eine Anwendungsmöglichkeit? Ja, durchaus. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, und genau das hier ist jetzt so ein Anwendungsfall, nämlich wenn man eine alte Konsole hat mit so einem Antennensignal. Die steht jetzt ein bisschen weiter weg, weil sich das sonst gegenseitig stört. Aber das ist jetzt die Konsole, die hier hinten an den TV-Tuner angeschlossen ist. Und man könnte das dann jetzt umschalten, wie vorhin gezeigt. Dann habe ich hier das Signal vom C64 drauf. Dafür muss das Gerät übrigens nicht eingeschaltet sein, der TV-Tuner. Das wird wirklich stumpf durchgeschliffen. Und wenn ich den zurückstelle, habe ich wieder das Bild vom Atari. Da gibt es ja so Härtefälle wie solche Pong-Konsolen hier zum Beispiel. Und dafür könnte das halt eine Anwendung sein, wenn ich da keine Möglichkeit habe, irgendwie einen AV-Mode hinzukriegen oder ja, halt kein Fernseher hat, habe mit so einem Coax-Eingang, dann könnte ich das hier auch benutzen. Das liegt jetzt auf Programmplatz 12, also ich kann für meine verschiedenen Konsolen dann auch jeweils hier eigene Programmplätze einstellen, sofern die halt auf verschiedenen Kanälen liegen. Und ja, wie man sowas einstellt, kann ich hier zeigen an diesem Drehrädchen. Ja, also dafür kann man das Ding halt immer noch benutzen. Das Signal ist so lala, aber das sind ja echt so Härtefälle, ne? Diese alten Pong-Konsolen. Also damit kriegt man durchaus noch ein Bild hin. Ja, das soll zu dem Gerät auch gewesen sein. Früher, ich erinnere mich, in alten eBay-Zeiten, wenn man so um 2000 rum mal so einen Karton mit C64-Zeugs gekauft hat, da waren die manchmal auch mit bei. Hat man noch gar nicht verkauft gekriegt, irgendwie ein Euro plus Porto. Die Zeiten sind, glaube ich, auch vorbei. Also wenn man sowas hat, wegschmeißen, würde ich sagen, nein. Wenn man irgendwie Bedarf hat, so eine alte Konsole ohne AV-Mode irgendwie an so ein AVN anzuschließen, dann kann das durchaus eine Alternative sein. In diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute.